Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Dickicht-Bundle von Jan Kaffer und Küçük Efendi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dickicht von Jan Kaffer und Küçük Efendi. Das Ganze bereits am 3. April erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie gesagt, das Mixtape ist schon etwas länger draußen, seit dem 3. April. Allerdings nur digital. Die physische Variante hat sich vor allem Corona-bedingt etwas verschoben. Deswegen ist das Bundle jetzt erst am 8.5. ausgeliefert worden. Und deswegen auch heute erst das Unboxing. Ja, wir haben hier ein Bundle in einer sehr ungewöhnlichen Verpackung. Die meisten Bundles kommen ja dann doch eher so in Folie, in Plastik, durchsichtig. Wir haben hier so ein Kuvert, also so eine braune Kuverttasche. Hier lesen wir einmal Jan Kaffer und Küçük Efendi Dickicht Mixtape Limited Shirt Bundle. Darunter haben wir den Barcode, die Beteiligten, die Logos. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus, also ganz schlicht. Hier lesen wir auch noch Polstertasche Herkules B4. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein. Hier oben kann man das Ganze dann öffnen. Ist ziemlich stark zugeklebt. Boah. Echt nicht einfach, aber wir haben es geschafft. So, schauen wir mal. Also obwohl diese Tasche echt noch einiges wiegt, scheint sie leer zu sein. Sie ist einfach sehr dick und sehr gut gepolstert, deswegen wiegt die auch leer einiges. Wir packen die Tasche mal zur Seite und dann schauen wir mal. Wir haben hier zwei Inhalte in diesem Bundle. Und zwar einmal das Mixtape, das Dickicht Mixtape. Und als zweiten Inhalt haben wir hier noch ein Shirt dabei. Gut, wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Mixtape an sich. Das ist hier noch in Folie. Wir werden das Ganze mal aus der Folie schneiden. Und dann schauen wir uns das mal an. So, wir haben hier einen Pappschuber. Auf diesem haben wir hier den Titel des Mixtapes Dickicht. Dann haben wir hier die beiden Herrschaften, die beiden Interpreten abgebildet. Also das ist das Cover. Und wie man die beiden kennt, sieht man sie hier in ihren Comic-Versionen mit den zensierten Gesichtern. Dann haben wir noch einen kleinen Hund. Und da hinten das klassische U-Boot der beiden. Dickicht auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Es sind insgesamt 14 Tracks. Wir haben hier keine Features, die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über AEIOU. Dann machen wir das mal aus dem Pappschuber raus. Und dann haben wir hier ein reguläres Jewelcase. Cover ist ident. Seite, Rückseite ebenso. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet, wenn es rausgeht. So. So, was haben wir hier? Wir haben hier einerseits die Infos zu den einzelnen Tracks, also die Credits, die Beteiligten, die da mitgewirkt haben. Und dann hat hier jeder Track noch so eine eigene Seite Artwork, also hier so Veranschaulichung, worum es in dem Track geht. Schachmatt hier in diesem Fall mit einem Pferd, also mit einem Reiter, mit einem Springer, mit dieser Schachfigur. Schiff, das sieht mehr so aus wie ein Flugzeugträger oder so ein Kriegsschiff. Und so zieht sich das jetzt durch. Also, schönes Artwork, sehr bunt und sehr farbenfroh und abwechslungsreich gestaltet. Die Credits hier eben auch immer mit dabei. Und zum Abschluss der 14 Tracks haben wir dann noch die Album-Credits hier auf der Rückseite. So, hier lesen wir noch, egal wie viele dich hassen, egal wie viele dich lieben, gib Labello durch die Reihen, sie werden noch deine Hand küssen. Danke, dass du mit uns bist, Kaffer Efendi.
Ja, dann hier noch die weiteren Beteiligten, die am Album mitgewirkt haben, beziehungsweise am Mixtape. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD. Die sieht so aus, hier lesen wir den Titel Dickicht und die CD ist in schwarz eingefärbt. Das gefällt mir richtig gut, nicht immer dieses klassische Silber. Und hier die Tür, die wir vom Cover kennen. Allerdings sind die beiden samt dem Hund jetzt weg. So, und dann kommen wir wieder zum Pappschuber, machen das hier rein. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist im Licht, dass der Pappschuber hier eher matt gehalten ist und dann hier sowohl der Schriftzug Dickicht als auch die beiden Jungs hier in Hochglanz. Ja, jetzt im Licht kann man es gut sehen. Und dann kommen wir zum zweiten Bundle-Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei. Das Shirt ist in weiß. Hier haben wir auch wieder das Cover drauf. Allerdings der Hund nicht. Und dieses ganze Dschungelgrün, diese Dschungellandschaft da rundherum auch nicht. Sondern alles hier rundherum in schlichtem Weiß gehalten. Darunter lesen wir Jan Kaffer, Küçük Efendi, Dickicht Mixtape, AIOU 2020. Icke 4L. So, dann schauen wir auf die Rückseite. Die ist in weiß. Das Shirt ist meiner Meinung nach ziemlich groß geschnitten, also recht großzügig. Und wir haben es hier zu tun mit einem Kaffer und Effendi Made in Europe 100% Heavyweight Cotton. Ja, Grüße gehen raus. Die Größe war nicht frei wählbar, also das ist Unisize, bedeutet jedes Bundle hat dieselbe Shirtgröße mit dabei. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier in weiß, wie gesagt Größe einheitlich, also alle Bundles mit derselben Größe. Dann natürlich das Mixtape, das kommt hier in diesem Pappschuber in einem regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Dickicht von Jan Kaffer und Küçük Efendi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Mixtape? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaffer und Efendi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.